Hey, du stehst, da duscht er. Und bei dir jemand. Ist es der Xander? Der ist doch nackt. Der ist nackt. Boah. Ist der nackt? Wer ist das? Xander, das ist nicht dein Ernst. Alter Schwede. Ist er das wirklich? Ja, das ist er. Das war für mich definitiv eine Grenze überschritten. Mein Partner braucht sich nicht nackt in der Dusche mit einer anderen Frau zeigen. Ich glaub's nicht. Er ist nackt. Er ist nackt. Alter, viel zu dolle. Sein Arsch, Alter, und sein Schwanz ist ja, liegt ja frei. Was sagt, Alter? Gerade wenn Kameras da sind, er mir vorher sagt, er will auf gar keinen Fall, dass man sein Geschlechtsteil sieht im Fernsehen. Und er da jetzt so mitmacht und hier ihren Arsch anfasst. Da hätte er sagen können, nee, stopp. Du, ich will das nicht nackig im Fernsehen. Ja, ich hätte das auch so gesagt. Ich hätte gesagt, nicht nackig im Fernsehen. Geh mal genau. Kurz aber raus. Er war, er hat, sorry, er weiß ja, dass da eine Kamera hängt und war schon nackt in der Dusche. Wir duschen alle in Badehose im Reality, wenn wir das nicht wollen. Das wissen alle. Also sie reibt ihre Muschi an seinem Schwanz. I'm sorry, aber das kann, hey, das kann man so sagen. Es ist so. Und er hat ja auch einen Arsch gepackt und so. Ja. Ja. Wer vor laufender Kamera so krass über eine Grenze geht, der macht das auch, wenn die Kamera aus ist, früher oder später. Was sowas Ekliges. Sorry, aber ich finde das dich wirklich will ich gar nicht mehr, du Ätzender. Boah, diese Bilder wollte ich sehen, danke. Also es war die allerkrasseste Szene bis jetzt, definitiv. Also da waren die Nächte davor, waren ja da Kindergarten dagegen. Die haben richtig rumgemacht, das war, die haben richtig sich geküsst und am Arsch und oben, unten. Das war halt auch wirklich der Knackpunkt und der Zeitpunkt, wo bei Lisa voll der Schalter umgefallen ist. Wie konnte ich mit sowas zusammen sein? Ich schäme mich zu Tode. Es ist schäme vorbei mich. Für dich? Ja, vorbei, vorbei. Niemals würde ich den wieder nehmen. Niemals. Da wäre es aber vorbei. Auch. Da, sorry, vorbei. Also da wäre es bei mir auch vorbei. Boah, das ist vorbei. Da, das ist vorbei. Wäre echt Schluss. Ich hatte nach dieser Duschszene absolut die Tränen in den Augen. Mir war das echt zu viel, wenn ich mich da so reinversetze, wenn das mein Mann gewesen wäre. Boah, jetzt will ich ihn nur noch weiter hassen. Traurigkeit kommt immer verkleidet als Wut, ja. Sie weiß jetzt auf jeden Fall, was sie davon zu halten hat, nämlich gar nichts mehr. Nee, da gibt's auch gar keine Diskussion mehr. Also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich diese Beziehung beende, dass es für mich hier nicht mehr weitergeht. Ich werde nach vorne schauen und ja, meinen Weg gehen. Und genau, du bist jetzt ihm so lange loyal geblieben. Genau. Wie so krass loyal war ich, bitte? Wie krass loyal. Und ich habe bis vorher noch geglaubt, boah, danke, dass ihr mir die Bilder gezeigt habt, dass ich jetzt gesehen habe, was das für ein Wichser ist. Experiment gescheitert. Beziehung gescheitert. Ja.